Maximilian Rossmann, Sie sind über ein halbes Jahr in Almelo. Wie geht's Ihnen hier? Sehr gut, sehr gut. Ich fühle mich nach wie vor wohl. Haben guten Erfolg mit der Mannschaft. Die Truppe ist super und ja, könnte fast nicht besser sein. Sie haben einen deutschen Trainer. Ist das ein Vorteil? Boah, man kann sich besser austauschen, glaube ich. Ja, das ist schon ein Vorteil. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein Spieler wie jeder andere. Ich denke, bei uns werden alle gleich behandelt. Wir haben nun Wettstreiten gegen Klugen, die Lage stehen. Ja, klar kennen wir unseren Spielplan, aber ich denke, wir schauen von Woche zu Woche. Wir bereiten uns jetzt auf Grafschap vor, das wird ein schweres Spiel. Für die geht es noch um viel, die wollen nicht absteigen. Und ja, da müssen wir auch ein gutes Spiel zeigen und dann werden wir uns auf den nächsten Gegner vorbereiten. Ist es herrlich, nach dem 3:2 Sieg gegen Vitesse um 14 Tagen nichts zu tun? Ja, es ist immer schöner, so eine Länderspielpause zu haben, wenn man gewonnen hat. Holland, Deutschland, wer gewinnt? Ich hoffe Deutschland, weil ich bin Deutscher, aber man muss ehrlich sagen, der holländische Fußball um Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, die auch meine Position bekleiden, die machen das schon gut. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass es ein enges Spiel wird, aber ich glaube, dass Holland momentan ein bisschen besser ist als Deutschland. Holland kommt dran. Holland hat uns, glaube ich, schon überholt fast, muss ich sagen. Aber ich denke, dass wir mit unserem Umbruch jetzt in der Nationalmannschaft auch wieder zu alter Stärke finden werden. Und ich freue mich einfach auf ein schönes Spiel. Wenn Deutschland gewinnt, freue ich mich umso mehr. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn Deutschland vielleicht verliert gegen Holland. Ich wünsche viel Glück in die nächsten Matches vor Heracles. Vielen Dank.